Express aus Großbritannien einen Artikel heute veröffentlicht mit der Überschrift Börsencrash in wenigen Tagen. Oktober wird die Schocks von 1929 und 1987 wiederholen. Und eine ganze Reihe von Investmentlegenden warnen vor diesem Crash in diesem Herbst. Und Express schreibt darunter Michael Burry, der die Finanzkrise vorhersagte, sowie der Fondsmanagement-Guru Mark Mobius und der mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Wirtschaftswissenschaftler Nouriel Roubini. Und hier heißt es in dem Artikel, die Geschichte zeige, dass der Oktober der wahrscheinlichste Monat für einen Aktienkursabsturz ist und ein Zusammenbruch des Marktes nur noch wenige Tage entfernt sein könnte. Ja, hier kann man natürlich etwas relativ schnell schon mal reininterpretieren. Alleine diese Überschrift jetzt in einem großen renommierten Blatt führt dazu, dass viele ihre Aktien verkaufen werden. Das wird dann natürlich zu einem Aktienkursabsturz führen, der weitere Verkäufe auslöst, der weitere Abstürze verursachen wird. Und ich sehe hier gerade die genannten Personen, die hier herangezogen werden, dass eine Finanzelite zurzeit auf fallende Kurse gesetzt haben. Die haben Optionsscheine gekauft und haben schon alles sich vorbereitet und die gewinnen daran, dass wenn die Preise runterfallen, dass sie damit ihr Geld verdienen. Viele verstehen das nicht. Vielleicht, um das mal kurz zu erklären, wie das funktioniert. Das sind sogenannte Leerverkäufe. Wenn ich eine Firma habe, eine Firma Siemens, oder ich habe Siemens-Aktien, sagen wir mal so, und ich habe Siemens-Aktie, eine Aktie, die kostet zurzeit 100 € im Wert. Und ich Jetzt kommt irgendeiner zu mir, Eva, und sagt, kannst du mir deine Aktie mal leihen? Und ich sage, wozu willst du meine Aktie leihen? Die liegt ja einfach nur irgendwo in meinem Schrank. Ja gut, okay, ich verleihe sie dir. Und dafür bekomme ich jetzt beispielsweise 5 €, also 5% auf den Wert von 100, mit der die Aktie zurzeit gehandelt wird. Jetzt nimmt Eva diese Aktie von Siemens und verkauft sie am Markt. Die verkauft die Aktie und bekommt dafür 100 €, weil das ist ja der derzeitige Kurs. 5 € gibt sie mir davon ab, weil das ist das, was sie mir zahlen muss dafür, dass ich ihr die geliehen habe. Und jetzt werden ganz viele diese Aktien verkaufen, nämlich durch solche Überschriften. Und jetzt bricht die Aktie runter auf 50 € im Wert. Und jetzt nimmt sie ihre 95 €, die sie noch hat, und kauft sich im Prinzip für 50 die Aktie wieder zurück und gibt sie mir dann wieder zurück und hat 45 € Gewinn gemacht aus dem Nichts heraus. Komplett aus dem Nichts heraus. Und das sind eben halt diese sogenannten Leerverkäufe. Man verkauft also Aktien, die einem nicht gehören. Und das könnte ein solches System natürlich sein, dass hier schon sehr, sehr große Spieler am Werk sind. Da gibt es viele Optionsscheine. Ich wollte das einfachste Modell nur nennen, weil die Experten sagen alle, ja, da gibt es viel kompliziertere Dinge. Das weiß ich auch. Aber dass man mal erkennt, wie perfide das System ist. Und hier kann man noch mal ganz deutlich eines erkennen. Geld ist eigentlich die hoheitlichste Aufgabe, die ein Staat regulieren sollte. Das ist der Blutkreislauf in einem Organismus, ist das Geld in einem organischen Vorgang wie einer Ökonomie. Das ist ja auch ein organischer Vorgang. Aus vielen einzelnen Menschen entsteht Arbeit. Das sind alles letztendlich große organische Vorgänge. Und dieses Geldsystem unterliegt nicht mehr staatlichen Institutionen, sondern privatem Einfluss unter einer Weltführung, nämlich dem sogenannten der Federal Reserve. Das ist nämlich die Dollar-Herausgebergesellschaft und das sind private Banker, die das gesteuert haben und steuern bis heute. Und genau das ist der eigentliche Punkt. Und so wie wir 1929 eine ganz konkret inszenierte Situation haben, dass der Börsencrash kam, 1987, dass der Börsencrash kam, so könnte es jetzt heute wieder ganz genauso sein. Im Nachhinein werden wir es wahrscheinlich wieder sehen. Und dann entsteht ein weiterer großer Umverteilungsmechanismus, nämlich das Geld wieder von fleißig nach reich. Weil die Pensionsfonds, die die Renten von einfachen Leuten bezahlen, die bekommen dann eben halt weniger. Und diese Gelder, die dann weniger sind, das sind die, die abgewandert sind in die Töpfe der Ultrareichen. Das ist das immer gleiche Spiel. Ja, es könnte ja dann dementsprechend sein, dass so etwas jetzt hier von Express angekündigt wird. Eine solche Meldung wird mit Sicherheit auch viral gehen. Also da wird jetzt einiges passieren. Es heißt hier zum Beispiel, da wird der Analyst Clive Hale von Clive Hale Consulting
zitiert. Der sagt, die nächsten Tage könnten für die Anleger schwierig werden. Wenn man sich an der Geschichte orientiert, dann wird also aufgeführt, der Krieg in der Ukraine, der Energieschock, die Verlangsamung in China, die jüngste Kernschmelze am Goldmarkt, alles das seien lange Schatten, die jetzt erkennbar wären. Richtig, aber das sind alles Ablenkungsmanöver von der eigentlichen Lage. Das ist weder irgendwelche Sachen mit Ukraine-Krieg oder sonst was, sondern die Geldmenge ist zu hoch und die ist deshalb zu hoch, weil der Zins zu niedrig war. Wir hatten über die gesamten Jahre einen Zins, der um null oszillierte. Also quasi, man konnte sich kostenlos Geld leihen. Und das bei einer Inflationsrate von 8, 9, 10% und mehr. Und das sind schon die offiziellen Zahlen. Und das ist natürlich eine so große Diskrepanz, dass die Leute sich natürlich die Kredite aufgenommen haben und haben damit an den Börsen spekuliert, weil sie brauchten ja gar keine Leihgebühren mehr zahlen. Und dieses ganze Geld ist jetzt noch im Umlauf, weil Geld entsteht erst durch Kredit und dieses Geld muss jetzt wieder weg. Und aus diesem Grunde braucht man einen Crash, denn damit wird die Geldmenge wieder zu großen Teilen vernichtet. Ja, und dieser Clive Hale, der zählt da einiges auf. Er sagt, die Liste der Probleme scheint endlos. Der US-Dollar wird immer stärker, erhöht den Druck auf die Länder, die sich Geld in Dollar statt in der eigenen Währung geliehen haben. Er nennt auch die Angriffe auf Nord Stream, die Brückenexemen, die Probleme bei Credit Suisse, bei Nomura, den Zinsderivaten und so weiter. Und Business Insider schreibt jetzt, ja, alles hat ja schon an Wert verloren im Prinzip. Die USA befinden sich in einem Bärenmarkt. Der S&P 500 ist seit Jahresbeginn um fast 25% gefallen. Weitere Schwankungen werden erwartet. Der Anleihemarkt, der als sicherer Hafen gilt, befindet sich ebenfalls in einer Krise. Die Kurse von Staatsanleihen sind in diesem Jahr um 20% gefallen. Und es heißt hier, normalerweise entwickeln sich Aktien und Anleihen unterschiedlich, aber auch beide sind gleichzeitig gefallen in diesen unruhigen Zeiten. Alles, von Gold bis Kryptowährung, Bitcoin, hat an Wert verloren. Und jetzt sagt man, die Hauspreise könnten als nächstes dran sein. Capital Economics sagt voraus, dass der britische Immobilienmarkt um bis zu 20% fallen könnte. Und dass der Abbinder in diesem Expressartikel heißt, die Geschichte legt nahe, dass es noch schlimmer kommen könnte. Genau, alles das, was wir jetzt gerade sehen, bedeutet, dass Geld vernichtet wird, Geldmenge vernichtet wird und das ist dann eben halt verpufft wie eine Explosion. Und nun ist es so, dass Kryptowährungen zum Beispiel keinen inneren Wert haben, während Gold hat einen inneren Wert. Eine Immobilie hat auch einen inneren Wert. Allerdings hat die Immobilie gerade in Europa die Problematik, dass es da dieses Lastenausgleichsbedrohungsszenario gibt, was da greifen könnte. Also das ist das Problem, weil Immobilien eben halt immobil sind. Bei Edelmetallen kann man aus meiner Sicht nach wie vor nichts falsch machen. Ich habe auch keine große Alternative. Ich habe ja neulich in meinem Finanzpodcast da nochmal drüber gesprochen.